Oh nein, kommt jetzt der Kryptowinter? Das alles bzw. meine persönliche Einschätzung zu der aktuellen Marktlage auf dem Kryptomarkt erfahrt ihr in diesem Video. Let's go! So, auf CoinMarketCap angekommen, sieht man schon, ja, der Markt ist wieder mal am korrigieren. Und ja, was hat das damit auf sich, beziehungsweise wie schätze ich den Markt jetzt ein, werden wir jetzt gleich mal ein paar verschiedene Faktoren beziehungsweise verschiedene Seiten mal anschauen. Und eine Sache vorneweg, nicht nur der Kryptomarkt korrigiert, sondern auch der Aktienmarkt. Ich habe auch schon ein bisschen geschaut, hier zum Beispiel der, ja, gucken wir mal zum Beispiel hier NAS 100, ist auch, hat auch eine rote Kerze, vielleicht nicht so krass wie bei Bitcoin jetzt natürlich, ist ja klar, bei Aktienmärkten ist das ja prozentual ein bisschen weniger, ne? Aber da sind schon auch die Leute teilweise traurig über die paar Prozent, die es jetzt da fällt. In dem Kryptomarkt wissen wir, ja, es sind auch größere Prozente möglich. Jetzt hier wie heute, auch ein, ja, heute ist der Bitcoin minus 12% gedumpt. Und ja, wie ihr seht, ja, ist er aus diesen Leveln, die ich hier ja eingezeichnet hatte, dieser blaue Kasten mit 52.000 bis hin zu ja, 47.000, 48.000 so ungefähr. Ist ja jetzt gerade so, klar bei der unteren Kante so ungefähr. Aber wie wir sehen, der hat auch schon ein bisschen darunter korrigiert. Und ja, ich habe jetzt auch mal ein bisschen mal geschaut. Ja, könnte es vielleicht sein, dass ich vielleicht das falsch eingezeichnet habe oder so. Und nein, also für diese Korrektur, er kann ja auch, wie man sieht, hier auch eine 100% Korrektur. Also das sind so, ihr müsst das in Prozenten sehen, also das sind so dieses Fibonacci-Level und der muss ja nicht unbedingt zwingend bei 0,5, es sind halt so die besten Level, wo der meistens dreht, ja. Kann man zum Beispiel hier mal abchecken von dieser Bewegung hier, ups, was habe ich denn jetzt hier gedrückt, von dieser Bewegung bis nach hier hat er ja zum Beispiel auch, ja, gerade so die 50er, also das sieht man jetzt nicht so gut, aber so gerade so die 50er verpasst, beziehungsweise hat eher so, sagen wir mal, bei 38,2er Level gedreht. Besser konnte man das aber allerdings sehen, hier bei meinem, bei dieser großen Korrektur, wo wir ja in Mai so reingegangen sind, ne? Da ist er ja auch genau in diesen gelben Bereich reingegangen, und hat dann gedreht, also genau bei diesen Leveln hier. Ich habe ich auch nochmal eine Support-Zone eingezeichnet, dieser rote Kasten. Und da hat er gedreht. Da gab es zum Beispiel auch schon sehr, sehr viel, ja, wir schauen uns gleich auch mal diesen Creep, ja, diesen Fear and Greed Index, also dieses Angst- und Geiz-Index sozusagen an. Und wir können ja hier einfach mal auf ein Jahr gehen, genau. Und da sieht man hier auch schon, ne? Im Mai, da war ja sehr, sehr viel Angst, ne? Hier unter 20 sogar, hier Juni 22, können wir uns gleich mal im Chart anschauen, Juni 22, das war hier, ne? Also das war hier, wo der Markt auf bis zu 28.900 runtergegangen ist. Also da war quasi schon die Angst sehr, sehr groß im Markt. Und wie sagt man so schön, es gibt so einen sehr, sehr schönen Spruch von, mir fällt gerade der Name nicht ein, von wem das war. Auf jeden Fall, buy when there is blood on the streets. So habe ich es auch in meiner Insta-Story, wenn ihr es gesehen habt, reingeschrieben. Und das ist halt eigentlich Fakt so, ne? Also die großen Leute, die kaufen immer dann, wenn Blut auf den Straßen fließt sozusagen. Also wenn immer alles rot ist und nicht dieses typische, ja, jetzt fällt alles, jetzt muss ich verkaufen. Oder jetzt steigt alles, jetzt muss ich kaufen. Nein, man muss immer kaufen, wenn alles unten ist und dann oben wiederum Gewinne realisieren bzw. einfach halten. Wir schauen auch gleich an, was sollte man jetzt aktuell Zeitpunkt tun. Verkaufen auf gar keinen Fall, das wissen wir schon mal, weil es ist ja gefallen. Aber soll ich jetzt nachkaufen, soll ich warten lieber noch oder was auch immer. Wir schauen uns das gleich auch nochmal an. Und zwar, ja genau, ihr habt gesehen, wir haben hier sehr gut reagiert damals. Und jetzt habe ich auch nochmal vergleichsweise einen größeren Bereich hier angeschaut. Und zwar von dem Bottom von ja, Juni ungefähr bis zu unserem All-Time-High. So. Und dann sehen wir aber, aha, wo hat der Markt jetzt aber plötzlich reagiert? Vom All-Time-High bis zum All-Time-Low dieses Jahr sozusagen, beziehungsweise, naja, ob das jetzt dieses Jahr das All-Time-Low war, ja doch, müsste eigentlich, ne? Beziehungsweise,
Januar war der auch schon mal so low. Also ein Low auf jeden Fall in diesem Jahr. Und zum All-Time-High dieses Jahr im November habe ich jetzt auch mal die Fibo-Level gezogen. Und wie wir sehen, hat er perfekt, aber wirklich perfekt bei dem 55,9er Level. Das ist auch extra grün angezeichnet. Das ist nicht irgendein Level, das ist ein wichtiges Level. Und ja, noch besser wäre es natürlich bei 38,9. Das kann man sehr, sehr schlecht lesen, weil halt hier diese ganzen Linien sind. Aber ich kann es euch sagen, also das hier bei 38.900, da wäre es natürlich noch ein bisschen besser. Da wäre dieses Golden Pocket Fibonacci Level. Aber der hat, wie gesagt, perfekt jetzt bei 55,9er reagiert. Wir hoffen jetzt halt, dass er ja jetzt halt wahrscheinlich ein bisschen konsolidiert, vielleicht auch nochmal hier auf 44.000 nochmal runter geht, hier so ein bisschen seitwärts geht, ein bisschen längere Zeit. Es wird halt jetzt auch ein längerer Cycle werden und nicht so krass, wie es halt vielleicht viele vermutet haben, dass wir jetzt dieses Jahr mehrere hunderttausend knacken oder so. Ich glaube, wir werden eher einen längeren, einen breiteren Zyklus sehen, also quasi über mehrere Monate hinweg, dass wir halt dann halt erst die 100.000 oder 200.000 oder was auch immer, ich zeige euch gleich auch meine Ziellevel in diesem Bullrun, ja, was wir da so machen können. Und ja, bis jetzt, wie gesagt, sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir können ja hier dieses Blau eigentlich löschen, weil wie gesagt, eigentlich sehen wir halt die große Korrektur von dieser großen Aufwärtsbewegung. Also das war ja wirklich von hier, von diesem Boden, wenn ihr halt genau den Boden erwischt hättet, hat jetzt wahrscheinlich nicht jeder, aber hättet ihr jetzt ja, im Juni den Boden erwischt und hättet hier zum All-Time-High mitgenommen, hättet ihr jetzt schon bei Bitcoin allein 140% gemacht. Also das ist auch schon krass. Seit Juni 140% ist eigentlich auch schon eine Menge für Leute, die ja vielleicht noch nicht so krass in dieser ganzen Sache drin sind. Wir wissen, klar, auf dem Kryptomarkt kann man auch viel, viel mehr Prozente machen, vor allem mit alternativen Coins. Allerdings, ja, wie ich sage, so eine fette Korrektur war auf jeden Fall schon möglich. Das ist jetzt aktueller Zeitpunkt. Ja gut, zwar ein bisschen mehr, aber jetzt ist aktuell 31% Minus. Und ja, ist eigentlich ganz normal für den Kryptomarkt. Wie man sieht, der hat auch schon mal hier ein paar Ziellevel erreicht gehabt. Da hat er auch perfekt reagiert. Das sieht man jetzt auch nochmal. Ich hatte hier schon mal, man kann auch sozusagen Ziellevel voraussehen. Wann die eintreffen, weiß man natürlich nie, ne? Aber man weiß, okay, da wird es wahrscheinlich eine Korrektur geben. Und hier hat man auch gesehen, bei der vorigen All-Time-High im April hat er perfekt, auch wieder perfekt reagiert. Boom, große Korrektur. Jetzt haben wir es wieder knapp ein bisschen überboten, aber wieder Korrektur. Klar, ist ein bisschen blöd. Allerdings, wie gesagt, wir haben jetzt aber auch ein Higher High gebildet. Also das war ja ein Higher High, also ein höheres Hoch. Und wir haben jetzt auch kein, ja, sozusagen so ein Double. Also das ist ja wirklich hier ein bisschen höher als ja, im April. Ne? Und wir haben auch hier ein Low gehabt. Und wir haben, wenn es halt hier dieser Bereich jetzt wird, unser Low, dann haben wir auch ein Higher Low. Also es ist auch ein höheres Tief. Ne? Das sieht man ja auch hier. Hier waren wir bei 28.000 irgendwas. Jetzt wird es wahrscheinlich so, ja, um die 38.000 vielleicht noch runterfallen. Vielleicht sind wir jetzt auch an dem Boden angelangt. Wie gesagt, wenn er jetzt diese grüne Linie jetzt nicht mehr ja, unterbieten möchte, dann werden wir vielleicht jetzt hier ein bisschen konsolidieren und dann nach oben gehen. Aber ja, das ist jetzt alles noch eine Frage der Zeit, was jetzt halt passiert natürlich. Aber wie gesagt, also ich finde, jetzt haben wir ein ja, schönes höheres Low gebildet. Und wenn das jetzt unser Low war, dann können wir jetzt auch noch mal schauen zu diesem grünen Level. Zack. Dann wäre unser nächstes Target die 93.800 für Bitcoin, beziehungsweise ja, 94.000 bis hin zu 153.000, was auch, also beziehungsweise man kann auch natürlich die höheren Level hier sehen, aber ich schaue immer so zwischen 1,618er Ziellevel bis hin zu 2,618. Das sind so diese häufigsten Level, wo der Markt dann halt wieder eine größere Korrektur dann einleiten möchte. Und genau, das wäre jetzt hier perfekt fast schon überein mit meinem also meinem Ziellevel hier. C für Ziellevel, genau. würde auch perfekt hier ja, auch übereinstimmen mit meinem 150.000er Prognose bis hin zu, ja, auch wie man sieht, 240.000 bis hin zu ja, 400.000, was natürlich sehr, sehr krass wäre natürlich, ne? Aber ich würde in diesem Bereich, wo sich diese zwei Kästen überschneiden, in diesen Leveln, in diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leveln, da würde ich auf jeden Fall
verkaufen. Ne? Also zwischen 100.000 bis hin zu 240.000, da würde ich schon auf, oder 250.000, da würde ich auf jeden Fall rausgehen aus dem Bullenmarkt dann, weil dann kommt wahrscheinlich eine fette, fette Korrektur bis runter auf, ja, vielleicht auf diese Level, wo wir uns aktuell befinden, oder halt auf die alten All-Time-Highs hier bei 60, 70k. So, genau, ansonsten, wir schauen uns hier gleich auch mal einen anderen Chart an, hier den Rainbow-Chart, der ist auch sehr, sehr schön. Hier kann ich auch auf Fullscreen gehen. Und ihr seht, was müssen wir jetzt tun? Wir sind aktuell immer noch in diesem gelben Bereich. Und der gelbe Bereich heißt was? HODL. HODL, wie auch mein T-Shirt sagt, just HODL it. einfach halten, einfach halten. Ihr könnt natürlich gerne nachkaufen, bei solchen großen Korrekturen immer schön nachzukaufen. Auch der Präsident von El Salvador hat nachgekauft. Er hat jetzt wieder 150 Bitcoin mehr gekauft. Allerdings, leider hat er auch zugegeben, hat er nicht erwartet, dass es so weit runterfällt. Also er hat auch in diesem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, nachgekauft. Allerdings bevor der Markt, also ein paar Minuten später, war der Markt dann auf 42.000. Hätte er ein bisschen gewartet, hätte er vielleicht ein bisschen mehr nachkaufen können. Aber naja, wie soll man auch immer perfekt den Boden treffen, ne? Und genau, also aktuell, wie gesagt, sind wir im HODL-Bereich, also gar kein Grund zur Panik. Beziehungsweise, ja, wenn es noch runterfallen würde, ihr seht ja, die Level heißen dann immer dementsprechend, dass es immer noch günstig ist, dass man nachumlädt, also dass man nachkaufen sollte. Und hier halt generell, wenn er halt in diesem Bereich von 20.000 fallen würde, was ich allerdings nicht behaupte, ich glaube, der Boden war schon, also so tief werden wir nie wieder fallen wahrscheinlich. Wenn überhaupt, dann halt erst so, ja, in 2022 Sommer, wenn halt ein Bärenmarkt kommt, dann vielleicht so auf 20.000. Allerdings, wir wissen es natürlich nicht, wir können es nicht voraussagen. Aber wenn es so ist, dann heißt es Fire Sale, dann muss man nachkaufen. Das wird dann so ein Base, ein Fire Sale war, wie zum Beispiel jetzt im März letztes Jahr, wo das mit Corona losging. Ne, das war ja auch so ein wirklicher Fire Sale-Bereich. Und wer dann gekauft hat, der hat halt wirklich massiv profitiert. Also hier seht ihr auch, das war dieser fette, fette Dump hier runter von, ja, von ja, knapp 10k. Also hier oben war ja 10k, so im Februar, hat er ein bisschen umgedümpelt und dann bumm, runter auf bis hin zu 3.800 Dollar. Und da haben viele auch schon wahrscheinlich Panik geschoben. Ihr seht hier auch unten, dass dieses RSI, RSI heißt sowas wie, ist es jetzt unterverkauft oder überkauft? Also hier oben ist es überkauft und hier ist es überverkauft. Und wie ihr seht, hier war es dann wirklich, wirklich überverkauft. Also da war schon zu viel verkauft und deswegen ist dann boom, hochgeschossen, bisschen konsolidiert zu so seitwärts und dann ging der Markt wieder fleißig, wie es halt soll, nach oben bis hin zu halt unseren All-Time-Highs. Und wo sehen wir jetzt den Markt? Genau, wir sind wieder mal in diesen 30er-Leveln, also wir sind wieder überverkauft. Das heißt, was soll man jetzt machen? Kaufen. So ist es einfach, beziehungsweise so kann man es einfach anschauen, was man machen sollte. Hier seht ihr auch nochmal einen Tweet vom lieben Plan B. Der hat ja auch dieses Stock-to-Flow-Modell zum Beispiel entwickelt. Und er hat auch hier ein schönes Bild gepostet vom letzten Bullenmarkt, wo 2016, 17, 18 der Markt so hochgegangen ist. Und wie ihr seht, immer wieder ist der Markt um minus 38, minus, also immer so um die paar 30% also zurückgegangen, bis dann halt der nächste große Move war. Und genauso kann man es halt auch eigentlich auch in der Zukunft anschauen. Immer wenn der Markt ein bisschen zurückgeht, einfach abwarten, einfach gar nichts machen oder halt nachkaufen und nicht irgendwie Panikverkäufe machen, sondern einfach abwarten und nachkaufen, wenn es möglich ist. Und dann seht ihr schon, dann kam immer dieser nächste Boom, bullische Movement nach oben. So, und genau, und damals war es auch viel, viel anders da. Also wenn ihr sagt, jetzt okay, es ist jetzt wahrscheinlich ein Bärenmarkt, Quatsch. Also hier damals war es ja auch so, dass hier der Markt richtig spitz zugespitzt hat und danach ja, kamen halt so richtig krasse Crashes, bis halt wirklich halt dann immer ja, tiefere Tiefs und auch tiefere Höhen gebildet wurden. Und aktuell, wie gesagt, sehe ich das halt nicht so, wenn man das jetzt noch, auch nochmal auf einen höheren Timeframe anschaut, zum Beispiel den Wochenchart. Jetzt sehe ich sogar noch einen sehr, sehr coolen Faktor. Und zwar, wir haben ja hier diese, ich habe ja hier diese, ja, diese, ja, wie, ja, EMA Ribbons heißen die. Diese rote bis gelbe Linien. Und wie man sieht, im Wochenchart hat er auch wieder den unteren Bereich angetestet. Also auch wieder perfekt diesen unteren Bereich angetestet. Ein bisschen tiefer ist ja gar kein Thema. Aber wenn er jetzt hier drüber schließt, ist eigentlich alles noch im grünen Bereich. Also wir sehen, wie gesagt, hier sieht man es auch noch mal besser,
Wir haben ein höheres Low und hier haben wir natürlich auch natürlich unsere höhere Highs. Also ist eigentlich alles noch im grünen Bereich. Und ja, so sieht es jetzt aktuell aus dazu. Was könnte das Ganze eingeleitet haben? Das könnte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen ansprechen. Wir sind ja jetzt ist ja auch mit diesem Corona auch alles hier im Gange und jetzt wurde ja angeblich eine neue Variante entdeckt, was ich natürlich nicht so glaube. Allerdings wird das natürlich behauptet und dementsprechend hat das auch natürlich auch die Aktienmärkte auch ein bisschen beeinflusst, beziehungsweise auch den Kryptomarkt natürlich. Ansonsten sieht es eigentlich sehr, sehr bullisch aus noch. Also ich habe hier auch mal ein paar sehr, sehr schöne News gesehen. Zum Beispiel, dass, wo war das? Genau, hier werden auch im Bereich Deutschland, Österreich, Schweiz zum Beispiel neue Krypto-ETPs rausgebracht bald. Ansonsten, ja, ihr wisst ja, Metaversum ist ja jetzt aktuell auch am Aufbauen. Also, wenn ihr das Video von mir bezüglich Blockchain noch nicht gesehen habt, dann schaltet auf jeden Fall ein. Das könnt ihr auf YouTube auf jeden Fall finden, beziehungsweise auch auf Instagram. Und genau, da könnt ihr euch einfach mal schauen, wo wir uns ja aktuell auch im Kryptomarkt befinden. Also, der Markt ist ja noch sehr, sehr klein, deswegen ist er ja auch so volatil. Und deswegen macht es jetzt halt Sinn einzusteigen, um halt dementsprechend davon zu profitieren. Und auch dieses Ganze mit Metaversum und so, das geht ja jetzt erst überhaupt los. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass jetzt, ja, jetzt stürzt der Markt ein, jetzt ist alles vorbei, sondern nein, es geht ja jetzt erst überhaupt los. Jetzt geht es mit Metaversum los, jetzt geht es mit verschiedenen anderen Sachen los im Kryptobereich. Jetzt kommen auch die ganzen Staaten rein und so weiter und so fort. Also es wird immer, die Massenadoption nimmt immer zu. Und deswegen sehe ich keinen Grund, jetzt irgendwie Panik zu schieben, beziehungsweise jetzt hier irgendwie zu verkaufen, auch wenn ein Bärenmarkt kommen sollte. Also wenn ich jetzt total falsch liege und der Markt jetzt hier noch weiter stürzt oder was auch immer, dann ist das halt so. Man muss halt damit leben. Allerdings, wie gesagt, die Zeichen sprechen eigentlich eher für Bullisches, dass wir hier wirklich halt jetzt halt, wie gesagt, diese Korrektur haben, eine etwas größere, so wie jetzt hier halt. Ja, jetzt nicht so krass, aber halt auch ein bisschen größere. Es wurde halt auch echt Zeit nach diesen, ihr seht ja, wie viele grüne Kerzen es gab. Dann kamen hier so ein, zwei rote und dann wieder grün, grün, grün. Und jetzt muss halt wieder mal so ein rotes kommen. So, genauso wie hier. Ne? Hier gab es ja auch grün, grün, grün. Und dann wieder ein paar rote und dann wieder ein paar grüne Kerzen. Also es war halt wieder einfach mal Zeit, sagen wir es mal so. Und genau, deswegen keine Panik auf der Titanic. Und jetzt, ich hoffe, ich habe euch mit dem Video ein bisschen eure Augen geöffnet und ein bisschen euch angeregt. Ja, kauft einfach nach, beziehungsweise no financial advice an der Stelle, ne, darf ich ja nicht. Allerdings, wie gesagt, meine persönliche Meinung ist einfach nachzukaufen oder zu hodeln, wenn ihr kein Geld da habt, weil, ja, wie ihr seht, der Crypto 4 ist aktuell auf extrem und genau dann sollte man auch dementsprechend nachkaufen. Und in dem Sinne. Ja, bedanke ich mich, dass ihr zugeschaltet habt und ja, lasst gerne einen Kommentar da und verpasst, ja, schreibt mir einfach eine private Nachricht, wenn ihr noch ein bisschen Fragen habt oder sonstiges. Ansonsten ja, wünsche ich euch viel Spaß und ja, bis dann. Ciao.